Ja, hoppla, ist denn schon wieder Dienstag? Zeit für die True Miles Podcast News. Nee, ist Donnerstag, aber trotzdem Zeit für die True Miles Podcast News. Kai und ich haben nämlich beschlossen, es gibt so viele News, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Aber wir wollen die News-Episoden weiterhin knapp fassen, also gibt es 2024 eben zwei News-Folgen jede Woche. Dienstags und donnerstags. Hey, hallo, herzlich willkommen zu den True Miles Podcast News vom 4.1.2024. Heute mit vier Themen. Auf geht's. Nummer 1, Korrektur. Meilenschnäppchen diesen Monat. Der Kai hat ja sonst immer recht. Und wenn er nicht recht hat, eben jemand anders. Die Presseabteilung von Miles & More jedenfalls hat auch nicht immer recht. Weil die hatte uns nämlich den Tipp gegeben, dass die Meilenschnäppchen diesen Monat für Mexico City und Hyderabad in Indien gelten. Hatten wir erst in den letzten News vorgestern drüber berichtet. Heute wissen wir, falsch. Hallo Kai, wo gehen denn die Schnäppchenreisen nun wirklich hin mit Miles & More diesen Monat? Ja, hallo Wolfram. Ich gucke normalerweise immer noch mal selber nach, wo es denn wirklich hingeht. Ich verlasse mich nie auf Pressetexte. Aber in diesem Fall war es ja so, dass die Website noch nicht online war. Und deshalb habe ich einfach mal das verwendet, was Miles & More mitgeteilt hat. Und siehe da, 50% falsch. Das ist wie mit dem Wetter. Ne? Entweder es regnet oder es regnet nicht. So, hier jetzt also ganz amtlich die Meilenschnäppchen für Januar 2000. Und was haben wir eigentlich? Schneide ich raus. 2024. Lufthansa probiert was Neues. Die haben ja sonst die letzten zwei Jahre eigentlich seit Corona immer nur nach Nordamerika, immer in den USA, USA, USA. Mhm. Dieses Mal geht es dreimal nicht in die USA, nämlich nach Lagos, nach Malabo und nach Mexiko-Stadt. Das war der Volltreffer sozusagen. Ja. Mit Discover, mit Eurowings Discover geht es nach Cancun und Punta Cana, also in die Karibik. Im weitesten Sinne mit LOT Polish Airlines geht es nach Tokio und Narita. Und Austrian Airlines immerhin, ein Meilenschnäppchen USA muss sein, fliegen nach New York, also nach Newark bei New York. Das sind jetzt also tatsächlich ganz offiziell im Verbrief die Meilenschnäppchen für Januar 2024. Ja, sehr schön. Und schon haben wir wieder recht. Zweites Thema, FachberaterInnen für die Kabine gesucht. Für die Betreuung von Business- und First-Class-Passagieren der Lufthansa gibt es tatsächlich eine Zusatzqualifikation. Und die Lufthansa hat entschieden, dass diese jetzt Pflicht wird ab 1.1.2024. Auch für Beschäftigte, die künftig als PurserIn eingesetzt werden wollen. Der Haken, BewerberInnen müssen diese Zusatzqualifikation selbst finanzieren und das sind mal eben 10.000 Euro. Sag mal Kai, gleich drei Fragen auf einmal. Erstens, welche zusätzliche Qualifikation braucht es für die Business oder First Class? Und du als Passagier kannst du den Unterschied erkennen, wenn du es mit FachberaterInnen für Service Management zu tun hast? Und drittens, was macht eigentlich ein Purser oder eine Purserin in der Kabine? Ja, fangen wir mit dem letzten an. Der Purser oder die Purserin ist die oder derjenige mit dem Hut auf in der Kabine. Also alles, was hinter dem Cockpit passiert, da hat der Purser oder die Purserin, die Purserette, sagen einige auch so ein bisschen. Sehr schön. Also das ist der Job des Pursers oder der Purserin. Zusatzqualifikation, ich stelle noch eine Frage davor. Also ich dachte eigentlich immer, dass da ohnehin qualifiziertes Personal durch die Gänge läuft. Also dass das ein Anlernberuf ist, das war mir vollkommen ganz im Ernst. Das wusste ich nicht. Ich dachte, dass die mindestens irgendwie eine abgeschlossene Berufsausbildung im Servicebereich haben müssen irgendwie. Ja, und sei es aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe oder weiß der Teufel. Mhm. Aber ich dachte, dass das Leute sind, die mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung in den Job kommen. Das war also jetzt die erste Neuigkeit für mich, dass man das in sechs Wochen bis sechs Monaten, glaube ich, ungefähr anlernen kann. Das ist ja jetzt nicht nur, dass man Saft einschenkt, sondern es geht ja auch um Evakuierung, haben wir ja nun gerade in Tokio gerade erst gesehen, dass das ein verantwortungsvoller Job ist. Man muss da schon wissen, was man tut, wenn es mal drauf ankommt. Kurzum, das fand ich erstaunlich, dass jetzt der Weg von der Hauptkabine, also von der Economy in die Business Class, First Class oder eben auf den Purser-Sitz, dann eine Zusatzqualifikation bekommen soll, das finde ich erstmal nicht schlecht. Tatsächlich merkt man den Unterschied auch zwischen Personal, das einem in der Business Class gegenüber sitzt, die sind sind einfach geschult im Umgang mit Leuten, die in der Business Class sitzen. Also diese Klugscheißer oder die zu tief in die Champagnerflasche geguckt haben und dann ausfällig werden, mit denen muss man ja umgehen können. Das sind ja immer noch trotzdem Menschen, die viel Geld bezahlt haben und die kann man dann nicht einfach am Sitz festbinden, wie man das in der Economy machen würde. Kurzum, wenn es da eine Zusatzqualifikation gibt, finde ich gut, dass die 10.000 Euro kostet, weil die ausschließlich an privaten Bildungseinrichtungen angeboten wird. Und das dann gezahlt werden soll von den Menschen selbst, das finde ich ein bisschen, ja, das finde ich schwierig.
Denn ich glaube, dass Lufthansa es gut zu Gesicht stehen würde, wenn die einfach Aufstiegschancen nicht davon abhängig machen, ob die Leute sich 10.000 Euro leisten können für eine Zusatzausbildung. Das ist ein gutes Argument. Gut, aber kommen wir gleich zum Thema Nummer 4, nämlich den Sommerflugplan von Condor, der beliebte deutsche Ferienflieger. Condor zieht nämlich den Sommerflugplan vor, was die Strecken nach Nordamerika betrifft. Es gibt zwar keine Strecken dazu, aber einige werden schon früher bedient als bisher vorgesehen. Schneller Sommer wird es bei Condor ab 23. März nach Miami, ab 13. April nach San Francisco, ab 18. April nach Las Vegas, ab 20. Mai nach Calgary, ab 17. Mai nach Edmonton und ab 15. April nach Vancouver. Dabei fällt mir ein, Kai, kann man eigentlich auch Condor mit Meilen buchen? Ja, tolle Frage. Ja, kann man. Da habe ich lange überlegt. Hatten wir gerade in der Folge, die morgen ausgestrahlt wird, zu Emirates. Tatsächlich ist es nämlich so, dass man Condor seit November letzten Jahres jetzt auch mit Emirates-Meilen bei Emirates Skywards buchen können. Eine der wenigen sinnvollen Einlösungen bei Emirates Skywards. Insofern, das ist tatsächlich möglich. Es ist jetzt nicht wirklich attraktiv, aber es ist immerhin möglich. Und ich sehe schon die Werbekampagne im Fernsehen, im deutschen Fernsehen vor mir. Condor zieht den Sommer vor oder mit uns wird früher Sommer oder irgendwie so. Gar nicht schlecht eigentlich. Ich habe das ja schon vorformuliert. Könnt ihr gerne übernehmen. Thema Nummer 5. The Launch in Leipzig-Halle. Jetzt mit Priority Pass. Priority Pass hat eine neue Launch in Deutschland und zwar die The Launch am Flughafen Leipzig-Halle im Terminal B neben dem Café Marché, falls du gerade da bist, täglich von 5 bis 21 Uhr geöffnet. Und wenn du also einen Priority Pass hast, zum Beispiel mit der Amex Platinum-Kreditkarte, hast du jetzt auch in Leipzig kostenlos Zugang, gerne auch mit einer Begleitperson. Übrigens hat Priority Pass auch sein Restaurantangebot erweitert. An einigen deutschen und internationalen Flughäfen, in Hamburg zum Beispiel, sind gleich 2 Restaurants Teil des Priority Pass-Netzwerks mit einem Verzehrguthaben von 23 Euro pro Person. Kai, hast du schon den Priority Pass, gehe ich von aus, und nutzt du den auch schön regelmäßig? Lounge-Rocker kommt nicht irgendwo her. Ne? Ja, klar habe ich einen Priority Pass. Den gibt es umsonst, wenn du Amex Platinum Karteninhaber bist. Und weil bei Amex öfter mal Happy Hour ist, gibt es da sogar 2 von. Das heißt, du bekommst als Karteninhaber einen Priority Pass für kostenlosen, weltweiten, unlimitierten Loungezugang. Und der Inhaber deiner Zusatzkarte, es gibt noch für die Platinum-Karte eine Zusatzkarte für deinen Partner, deine Partnerin, besten Freund, der bekommt auch einen Priority Pass. Und beide Priority Pässe können noch jeweils eine Begleitperson mit in die Lounge bringen. Das heißt, mit einer Amex Platinum kannst du insgesamt 4 Erwachsene in die Lounge bringen. Das ist ein Argument für die Karte auf jeden Fall. Und ja, ich nutze den. Ich nutze den ganz, ganz ordentlich. In Leipzig habe ich ihn noch nicht genutzt. Liegt nicht nur daran, dass diese The Lounge jetzt erst seit 2 Wochen, glaube ich, Mitglied bei Priority Pass ist, sondern ich war einfach noch nie in Leipzig. Ich habe gelesen, dass es so ein bisschen Unverständnis darüber gibt bei Leuten, die sich in Leipzig auskennen, wo diese Lounge denn sein soll. Einige sagen, die gibt es gar nicht. Da hätte Priority Pass irgendwie einen Scherz gemacht. Ob das die alte Lufthansa-Lounge ist. Lufthansa hat seine Lounge da vor 2 Jahren dicht gemacht, endgültig. Ob da jetzt dann diese Lounge eingezogen ist, das weiß man nicht. Ich bin sehr gespannt, wie die Restaurants in Hamburg, da sind es nämlich tatsächlich 2, wo es Pizza gibt, wie da das Essen ist. Denn so gut wie die Lounge in Hamburg ist, da gibt es immer nur Geflügelwürstchen und das hängt einem irgendwann aus dem Hals raus. Deshalb werde ich da sicherlich nächstes Mal die Pizza probieren. Und wer auch immer mal ab Hamburg abfliegt, macht das auch, wenn ihr einen Priority Pass habt. Ja, kann ich mich nur anschließen. Und unsere Happy News Hour ist jetzt schon wieder vorbei. Bis zur nächsten Episode. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören, wie immer. Und herzlichen Dank an Kai für die erhellenden Antworten zu all den Fragen, die wir in jeder Episode haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Tschüss, Kai. Und tschüss.